Yo, servus Leute, euer Dan wieder am Start und heute geht's weiter mit unserem Umbauprojekt von der 48. Ne? Heute geht's der Suspension an den Kragen, die wir hier sehen. Diese Original Harley Federn werden jetzt ausgetauscht und zwar mit dem Progressive Suspension, die gesponsert worden sind von Sportster Garage. Und wenn ihr mit dabei sein wollt beim Umbau, wie man quasi ein Fahrwerk auswechselt von der Sportster, dann bleibt auf jeden Fall dran bis nach dem Intro. So Leute, Vorbereitung ist das A und O bei jedem Projekt. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das Werkzeug vorbereitet haben, aber da gehen wir gleich drauf ein. Das Erste, was ihr machen müsst, ist die Maschine auf eine kleine Hebebühne bringen. Ne? Das heißt, ich habe jetzt hier eine kleine Hebebühne unter die Sportster gepackt. Ja? Ihr könnt euch jede Hebebühne kaufen, die ihr wollt. Ich packe euch unten in der Beschreibung einen Link rein, da geht es zu meiner Hebebühne. Oder ihr habt schon eine, ne? Dann seid ihr bestens vorbereitet. Wichtig ist, dass wir die dann unter das Motorrad schieben, das Motorrad so weit anheben, damit wir hier das Hinterrad freilegen. Ja? Das Hinterrad muss vom Boden entfernt sein, dass wir quasi das Hinterrad drehen können. Warum ist das wichtig? Weil wir jetzt am Fahrwerk arbeiten und wenn das Motorrad Kontakt mit dem Boden hat, dann ist natürlich Druck auf dem Fahrwerk, ja, auf den Federn und wir bekommen die nicht mehr richtig raus. Deswegen müssen wir die anheben, die Maschine, damit das frei ist, damit wir hier diese Federn halt entfernen können. Ja, das ist der erste Teil. Ja. Der zweite Teil ist, sucht euch direkt schon das passende Werkzeug raus. Ich habe jetzt für euch schon die Arbeit gemacht. Ja. Ich habe hier einen Schraubenschlüssel, 3/4-Schraubenschlüssel braucht ihr, um quasi als Konterwerkzeug zu arbeiten. Das kommt dann hier rein im Endeffekt. Ja. Ihr braucht eine Ratsche mit einem T50er Torque, um die Schrauben zu lösen. Dann braucht ihr Loctite, ist auch wichtig. Ja. Und zu guter Letzt, am Ende braucht ihr nochmal einen Drehmomentschlüssel, der ungefähr bis 100 Newtonmeter geht. Das ist jetzt ein größerer Oschi, der geht bis 200 Newtonmeter. Deswegen, wenn ihr einen anderen habt, benutzt den. Der ist jetzt den ich jetzt verwende, auch mit einem 50er Torque, um im Endeffekt den Drehmoment am Ende vom Video richtig einzustellen. Und zu guter Letzt brauchen wir natürlich das Produkt, was wir einbauen wollen. Ja. Vielen Dank nochmal an Sportster Garage. Ich habe jetzt hier einen neuen Sponsor, der mir jetzt die ganzen Teile quasi zuliefert, damit wir hier dieses coole Projekt realisieren können. Und wir fangen jetzt mit dem Fahrwerk an. Und was cool ist, ich habe für euch auch noch einen Rabattcode und nicht nur eins, sondern zwei Rabattcodes rausgehauen. Mit den 5 bekommt ihr 5% auf die ganze Bestellungen, egal was ihr in den Warenkorb macht. Ja, 5% bekommt ihr auf die ganzen Bestellungen drauf mit den 5 mit dem Code bei Sportster Garage. Und bei den 10, das ist der zweite Code, bekommt ihr bei der ersten Bestellung einen 10 € Gutschein. Ja, das heißt, wenn ihr nur was Kleines kauft, dann seid ihr auch mit dem Dan 10 Code gut aufgehoben. Aber jetzt geht's weiter. Diese Teile sind alle erhältlich bei der Sportster Garage und wir gucken jetzt mal da rein, was es da gibt. Also als Erstes haben wir hier die neuen Suspensions. Ja, das sind die Progressive Suspensions. Die kommen hier rein. Das ist die 11 Zoll Variante, ein Tieferlegungskit, ja, damit der Arsch am Ende ein bisschen weiter unten ist. Das ist im Vergleich zu denen. Es sieht schon sexier aus, ne? Komplett Black and Black. Das machen wir jetzt, bauen wir gleich ein. Dann haben wir hier noch die entsprechenden Unterlegscheiben und Adapterringe. Alles, das bauen wir, gucken wir, was wir alles brauchen. Und dann haben wir hier nochmal so einen extra Schlüssel. Der wird hier meistens verwendet, um für Gewichtseinstellungen zu machen. Je nachdem, wie viel der Fahrer wiegt, muss man das andrehen oder halt nicht. Ne? Also, wir fangen jetzt mal an mit dem Ausbau der ersten Feder. Was wir jetzt machen müssen, wir nehmen unser Konterwerkzeug. Ja? Der kommt da hinten an die Schraube ran. Das seht ihr dann. Im Endeffekt, oder spürt es dann, guckt, wo ihr einhaken könnt. Bei mir ist es jetzt hier oben und passt auf jeden Fall auf, dass ihr nirgendwo dran knallt. Geht hier rein und löst die Schraube. Jetzt sieht man schon. Ja. So Leute, ich musste gerade ein bisschen improvisieren und gucken, weil ich die Schraube nicht aufbekommen habe. Entweder ich bin zu schwach oder die Federspannung war zu hoch. Ne? Deswegen habe ich jetzt hier mit dem mitgelieferten Werkzeug
habe ich jetzt hier die Feder, die Spannung rausgenommen, ganz nach oben geschraubt, ja, und war dann in der Lage, das Motorrad oder beziehungsweise die Schraube hinten zu lösen, ja. Jetzt geht es wieder, ein T50er braucht ihr, der schraubt ihr jetzt rum. Das ist mir zu groß jetzt, deswegen nehme ich wieder die kleine Ratsche. Die große Ratsche habe ich jetzt nur gebraucht, weil ich den größeren Hebel gebraucht habe. Genau, dann kann man das ganz schön hier lösen. Hier fällt schon die Mutter raus. Genau. Und hier hinten ist noch mal eine Unterlegscheibe, Leute, die nicht verlieren. Ich versuche die kurz mal rauszupopeln, damit ich die euch zeigen kann. Hier, das ist eine Unterlegscheibe und da ist die Mutter. Ja, das, die habt ihr quasi mit dem Konterwerkzeug festgehalten. Wird immer lockerer. Und zack, voilà. Da haben wir jetzt die Schraube. Wir machen das jetzt erstmal alles wieder zusammen, dass wir nichts verlieren. Unterlegscheibe und Mutter. Kommt jetzt in unser Töpfchen rein. Und ich hole mir jetzt das nächste Mal einen Stuhl. Ach, wir haben das jetzt rausgezogen hier. Das erste, die erste Schraube. Jetzt gehen wir oben an die zweite Schraube ran. Da brauchen wir kein Konterwerkzeug mehr. Ich klemme meinen Fuß jetzt hier in den Auspuff rein, ins Motorrad, dass ich das ein bisschen stabilisieren kann, dass ich damit mehr Druck arbeiten kann. Oh, okay, hat funktioniert. Ist jetzt noch eine Sache von Stunden, bis die Schraube aus dem Gewinde ist. Und voilà, haben wir das erste Federbein ausgebaut. Jo Leute, ich habe gemerkt, dass viele von euch meine Videos gucken, aber nur einen Teil davon abonniert haben. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert unten, um das Video zu pushen und abonniert diesen Kanal. Es ist kostenlos und ihr bekommt hier regelrecht wirklich High-Quality-Content. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Euch kostet es nichts und dem Kanal hier wird es sehr, sehr viel bringen. Ne? Deswegen Leute, abonniert diesen Kanal, liked das Video, teilt es unter euren Freunden. Das ist genau der Kanal, den ihr quasi abonnieren müsst, um ja, den neuesten Shit zu erfahren. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, so. Da sieht man, das ist oben und das ist unten. Es geht alles mit diesem Werkzeug. Also, erste Federbein ist draußen. Wir gehen jetzt auf die andere Seite und bauen das zweite Federbein aus. Wir machen da auf der zweiten Seite genau das Gleiche. Wir nehmen die ganze Spannung aus der Feder raus. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich daran lag, aber könnt ihr unten in den Kommentaren reinschreiben. Ich habe jetzt wirklich die Spannung aus der Feder rausgenommen, um die Schraube zu lösen, weil die halt ultra tight war. Und erst als ich die Feder rausgenommen habe, also die Spannung rausgenommen habe, konnte ich das Feder, also die Schraube unten an der Schwinge lösen. Keine Ahnung, ob das jetzt Zufall war, ja, oder ob ich mehr Kraft eingesetzt habe. Aber schreibt es unten in die Kommentare, ob das wirklich so ist oder nicht. Um euch nochmal zu zeigen, was ich gemacht habe. Das müsst ihr eigentlich alle können im Endeffekt. Wie wir hier vorgeht, ist, man steckt dieses Werkzeug rein. Das findet ihr unter jedem Sitz. Wenn wir den Sitz demontieren, haben wir hier dieses Werkzeug hier unten eingeklemmt. Das könnt ihr dann im Endeffekt benutzen, um eure Federspannung einzustellen. Beim Motorrad steckt es einfach hier rein und löst die Schraube, schraubt die nach oben und jetzt geht ihr hier rein und nimmt die Spannung aus der Feder raus. Das ist auch ein kleines Mini-Tutorial, wenn ihr ihr einen Sozius mitnehmt oder so und eure Federspannung einstellen müsst, dann macht ihr das genauso. Im Handbuch steht auch drin, wie viele Umdrehungen ihr machen müsst für das entsprechende Gewicht, damit ihr komfortabel fahren könnt. Aber hier geht es nicht ums komfortable Fahren, sondern wir machen ein Tieferlegungskit rein, um unsere Bandscheibe zu zerstören. Zack. Nächster Punkt ist, die Prozedur zu wiederholen, die wir auf der rechten Seite gemacht haben. Hängen wir uns hinter das Bike, stecken das hier rein. Ja, definitiv besser, wenn man die Feder offen hat. Das ist nur so ein kleiner Tipp für euch, Leute. Macht die Spannung aus der Feder raus,
dann geht die Schraube definitiv einfacher raus. So, zweite Schraube draußen. Und jetzt fangen wir oben wieder an. Machen das gleiche Spiel nochmal. So, Leute. Jetzt haben wir die Schraube auch hier gelöst. Zack, Federbein ist jetzt hier. Und kommt jetzt in unser Depot rein. Müssen wir aufpassen. Das ist jetzt linke Seite. Das lassen wir links. Und das ist die rechte Seite. Das lassen wir rechts. Okay, Leute. Ich habe jetzt hier einen Wagenheber, der ist ja hydraulisch, ja, habe ich den so weit runtergelassen, hier mit dem Fuß, dass das Motorrad jetzt mit dem Arsch so weit runter geht, damit wir hier die Feder richtig einstellen können oder auch montieren können. Ich nehme jetzt mal einen Finger als Schraube, das könnt ihr auch machen. Dann habt ihr das hier eingehakt und dann gebt ihr als Kontrolle hier oben, passt es rein oder passt es nicht rein. Ne? Also jetzt ist das Motorrad auf der perfekten Höhe, damit wir hier diese Suspension einbauen können. Wir lassen den Sticker jetzt auf der Vorderseite, dass jeder weiß, dass wir eine Progressive Suspension fahren. Ne? Deswegen bereiten wir jetzt erstmal die Schrauben vor, damit die Suspension eingebaut werden kann. Jetzt gehen wir hier in unsere Werkbank. Das ist ein bisschen einfacher und schöner. Das Neue. Dann gucken wir, was für Schrauben wir hier haben. Machen wir hier alles raus. Zack, also. Ich hole jetzt noch mal ganz kurz die Schrauben. Da sind die Schrauben für die linke Seite. Also wir haben jetzt hier auch frische Unterlegscheiben. Das heißt, wir machen die alten einfach raus. Zack, und ersetzen die einfach mit einer frischen Unterlegscheibe. Das ist das Erste, was wir machen. Hier auch. Zack, frische Unterlegscheibe. Zack. Das ist oben und das ist unten. Unten hat immer noch eine Mutter. Jetzt haben wir hier solche Tunnel. Ja? Die kommen auf die Innenseite von dem Teil. Und wir haben auch noch so Verjüngungskanäle im Endeffekt. Ja? Wenn ihr jetzt eine dünnere Schraube hättet, bräuchtet ihr so einen Verjüngungskanal. Wir brauchen wahrscheinlich keins, weil die dicke Schraube dick genug ist, um hier durchzupassen. Ja? Was wir jetzt noch machen, genau das gleiche auf der unteren Seite. Ja? Was jetzt aber noch fehlt, wir haben noch was dazu geliefert bekommen. Und zwar dieses Schmierfett. Ja? Das Schmierfett machen wir hier an diese Tunneldinger. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Wenn ihr wisst, wie das heißt und ein Profi wieder unter euch ist, der kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ich nenne das jetzt einfach Tunnelding. Ja, so, wir fetten das ein, zack, 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 damit es schön schmiert, ja. Hier, schön, und es kommt dann hier rein auf die Innenseite und unten machen wir jetzt genau das gleiche Spiel, ein bisschen Fett reinmachen. Und nicht klappert, weniger Verschleiß, perfekt, das kommt dann hier rein. Ne? Überschüssige Fett macht ihr einfach weg, irgendwo hin, keine Ahnung, ich schmier sie jetzt einfach hier ab. Und diese Spacer, die kommen dann auch nochmal auf die Innenseite. Ja, wir haben jetzt hier oben die Schraube ohne die Mutter, das kommt hier rein, zack, und dann nochmal ein Spacer. Und hier unten noch mal genau das gleiche. Wir lösen die Mutter. Zack. Und die Mutter schrauben wir gleich an. Und wir gehen jetzt erstmal ans Bike und schrauben erstmal das obere Teil an. Loctite braucht ihr, Schraubenkleber ist wichtig. Alles, was ihr in den Rahmen ballert, ja. Macht ihr hier ein bisschen Schraubenkleber drauf. Verschmiert es schön an der Schraube. Und guckt, dass ihr das nicht, dass ihr zu viel drauf macht, sonst hasst euch der Mechaniker, der das als nächstes wieder abmontieren muss. Aber als erstes ziehen wir das erstmal handfest hier oben rein. Wir haben jetzt hier die Schraube.
ziehen das jetzt hier rein, handfest. Zack. Das reicht jetzt erstmal. Schrauben wir das kurz hier ran. Das reicht. Jetzt haben wir hier die Schraube. Dann machen wir genau das gleiche Spiel nochmal. Machen wir unten Lockheit drauf. Ist okay. Da kommt eh nur die Mutter rein. Und dann ist es jetzt auch schon mal fixiert. Ne? Das ist das, was wir haben wollen. Wir ziehen jetzt da oben die Schraube fest. Und dann haben wir gleich schon mal. Lasst euch da ein bisschen Zeit, stresst euch da nicht. Wir ziehen es jetzt erstmal handfest fest, weil wir später nochmal mit den Newtonmetern arbeiten müssen. Habe ich da unten die Unterlegscheibe vergessen, gell? Leute, ich habe jetzt hier den Spacer vergessen unten. Ist mir gerade aufgefallen, weil da ein bisschen zu viel Spiel war. Den bitte nicht vergessen. Den braucht ihr, weil sonst habt ihr da zu viel Spiel. Jetzt ziehen wir hier unten nochmal die Schraube nochmal nach. Zack, dass das Konstrukt hält. Und wichtig ist, wir machen das jetzt handfest, Leute, weil wir haben später noch einen Newtonmeter. Wir müssen mit einem Newtonmeter-Schlüssel rangehen und das mit einem richtigen Drehmoment festziehen. Das ist wichtig, weil wenn ihr zum Beispiel sowas zu fest zieht und die Schrauben im Rahmen montiert sind, kann es sein, dass der Rahmen Risse bekommt und das ist natürlich lebensgefährlich. Ne? Deswegen müsst ihr da immer sehr, sehr akkurat arbeiten bei sowas. Da macht man keinen Spaß und da geht man auch nicht mit Gefühl dran oder sowas, sondern da geht man mit Kopf dran. Da schrauben wir das jetzt auch fest. Lasst euch da Zeit. So, was ist deine Meinung? Wie sieht es jetzt schon mal aus? Sag mal. Ich finde es richtig nice. Ja? Sieht geil aus, gell? Sieht jetzt auf jeden Fall geil aus. Hört sich auch gut an. Klangbild ist perfekt. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite und wiederholen den Prozess. Aber wir müssen jetzt erst noch mal wieder rein in unser Kabuff und das zweite Federbein vorbereiten. Ne? Damit wir das montieren können. Alle hopp, komm. Jetzt sind wir wieder hier in unserem Kabuff. Wir haben jetzt hier die Schrauben wieder. Auf der rechten Seite, warum auch immer, sind zwei Unterlegscheiben drin. Keine Ahnung warum. Aber die benutzen wir einfach mit. Ne? Ich meine, ich habe jetzt hier, hier zwei neue Unterlegscheiben. Perfekt. Die neuen für die rechten unten. Das ist für unten. Und ja, die alte bleibt dann halt einfach oben, ne? Also die bleibt so, wie sie ist, weil im Kit gab es jetzt nicht noch mehr. Also, was wir jetzt machen, wir wiederholen den Prozess. Wir nehmen jetzt wieder hier so ein Tunnelding, fetten das ein auf die Seite, die Rückseite, pappen das da rein, nehmen das Fett wieder für so ein Tunnelding, für unten. Und schieben das unten auf die Rückseite rein. So, jetzt bereiten wir noch die Schrauben vor. Ja, passt auf. Zack. Ich hole kurz jetzt schon das Loctite. Hier haben wir jetzt das Loctite. Am besten macht ihr einfach so einen kleinen Streifen dran, weil das verteilt sich dann eh. Und gehen wir direkt auch mit den Spacer rein. Dass wir den nicht wieder vergessen. Hier unten rein. Dann Loctite drauf. Das ist mehr als genug. Und den Spacer nicht vergessen. Jetzt machen wir die gleiche Geschichte nochmal. Zack. Und gehen an unser Motorrad. Ne? Sorry für die dreiste Eigenwerbung. Und zwar haben wir unser Online-Shop rausgebracht, dancemoto.shop. Da vertreiben wir jetzt unsere ganzen Artikel, unter anderem diese brillante Lederweste mit dem Diamond-Stitch-Muster. Vorne auf der Brust haben wir das Diamond-Stitch-Muster und hinten am Nackenbereich haben wir das Diamond-Stitch-Muster mit oder ohne Backpatch. Ne? Ist euch überlassen, was ihr haben wollt.
Hier vorne auf der linken Brusttasche haben wir einen Brillenschlitz. Da könnt ihr eure Brille fixieren, wenn ihr eine Kaffeepause macht oder während der Fahrt. Ja, je nachdem, wie ihr Bock drauf habt. Wenn wir jetzt in die Weste reingucken, haben wir auf der linken Seite die Quick Access Tasche. Ja, mit Quick Access Funktion. Da schmeißt ihr Sachen rein, die ihr schnell braucht, wo ihr rankommt. Auf der rechten Seite genauso, aber mit einem JKK-Reißverschlusssystem. Das heißt, wenn ihr wichtigere Dokumente habt oder Schlüssel, die ihr nicht verlieren wollt, ja, dann schmeißt ihr die rein, zippt es zu, alles perfekt. Auf der rechten Seite, Hüfthöhe, haben wir noch eine Lederschlaufe mit Druckknopfsystem. Da könnt ihr euer Fob dranhängen, eine Kette oder auch eine Cappy, ja, je nachdem, was ihr haben wollt. Unter dancemoto.shop, guckt da vorbei. Da steht alles drin, ja, alle Details. Und wir haben zudem noch ein Kevlar-Hemd am Start. Der ist auch noch im Shop verfügbar. Und ich will euch jetzt nicht weiter stören. Ja? Schaut in Ruhe vorbei nach dem Video und bis dahin viel Spaß mit dem Video. So Leute, jetzt machen wir wieder Action. Unten haben wir fixiert mit der Schraube, Trick 17. Wir gehen jetzt hier hoch. Pass auf, dass der Spacer und die Schraube nicht rausfliegt. Fixieren das hier rein. Schrauben das jetzt erstmal mit der Hand fest. Also, Unterlegscheibe, sorry. Hier auf der Außenseite kommt nur eine Unterlegscheibe rein. Auf die andere kommt auf die Rückseite, wo die Mutter dann fixiert ist. Zack. So. Und dann kommt die Mutter rein. Ich glaube, das war so. Mit der Hand. Und dann schrauben wir das gleich richtig bombenfest. Dann schraube ich erstmal oben fest. So, erstmal Hand festgezogen, gehen hinten rein, fixieren die Mutter und gehen dann nochmal rein. Ich glaube, die zweite Unterlegscheibe ist wichtig, weil wir hier den Riemenschutz haben und der Riemenschutz ist auch an derselben Mutter befestigt. Das heißt, hier hat die Funktion der zweiten Unterlegscheibe wahrscheinlich die Fixierung des Rahmenschutzes zufolge. Zack, okay, es ist auch handfest. Jetzt, Leute, wie sieht's aus? Das sieht nice aus. Das ist geil, gell? Was wir jetzt machen müssen, wir kommen jetzt mit dem Drehmomentschlüssel. Eigentlich ist das jetzt eins der wichtigsten Parts jetzt hier in diesem ganzen Video, dass wir einen Drehmomentschlüssel verwenden, ne? Bei dem ganzen Einbau. Weil wie vorhin gesagt, das ist wirklich ein Teil, also das sollte euer Motor nicht beschädigen. Wenn ihr zu fest zieht, die Schraube anzieht, wie eben gerade gesagt, kann der Rahmen einen Riss bekommen. Und glaubt mir, während der Fahrt wolltet ihr nicht, dass irgendwie der Rahmen einen Riss bekommt. Deswegen arbeiten wir nach den Vorgaben, die von Harley-Davidson vorgegeben worden sind. Der Bereich liegt, glaube ich, zwischen 61 und 68 Newtonmeter. Deswegen bin ich für die goldene Mitte und gehe auf 65 Newtonmeter. Ich habe jetzt hier den Schlüssel auf 65 Newtonmeter eingestellt. Ich soll nur einmal knacken. So. Zack. Das sind jetzt 65 Newtonmeter, das ist genau das, was ihr braucht. Mehr braucht ihr nicht an Druck. So, jetzt haben wir hier auch 65 Newtonmeter. Perfekt. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite und machen das gleiche nochmal. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und gucken. Zack, 65 Newtonmeter. Wenn ihr einen kleineren Drehmomentschlüssel habt, glaubt mir, ist es einfacher, als mit so einem fetten zu arbeiten. Zack, okay. Perfekt. Das war jetzt die Installation. Wir machen jetzt nochmal hier den Sitz drauf zum Schluss. So, was sagst du? Sieht geiler aus, oder? Aha. Sieht gut aus. Sieht fresh aus.
Das ist jetzt die Kunst gewesen, ein Fahrwerk zu wechseln, Leute, bei der Sportster. Wie gesagt, der anstrengendste Teil ist, den alten Scheiß rauszuhauen, weil die meistens so festgefressen sind, wenn es schon ältere Modelle sind. Der Einbau mit den neuen war relativ easy. Wichtig ist halt nur, dass ihr wirklich einen Drehmomentschlüssel verwendet und die Angaben befolgt. Ich habe ja schon zehnmal erzählt, warum. Und ich würde mal sagen, wir lassen die Maschine jetzt mal komplett runter, dass die mal auf den Boden kommt, also wirklich komplett. Lass das mal hier, zack, und kick das Ding mal weg. So, jetzt haben wir hier die Federn quasi frisch eingestellt. Ihr seht, ich stoße komplett durch. Das heißt, ich muss das hier noch anziehen, die Spannung erhöhen, weil sonst schlage ich durch. Aber von der Optik her sieht es relativ nice aus, ne? Ich habe euch ja am Anfang vom Video gesagt, wie man die Federspannung einstellt. Ganz wichtig ist, dass ihr die Höhe noch einstellt, das habe ich ja gerade gesagt. Ja. Das heißt, ihr habt einen mitgelieferten Schlüssel, den könnt ihr hier einhaken und quasi hier entlang ziehen, damit ihr quasi die Spannung der Feder erhöht. Ich habe jetzt quasi hier noch einen Zettel. Das heißt, es gibt eine Target Right Length, ja, um quasi auch sicher zu sein, damit mir quasi nicht durchstoßen, ja, und unser Hinterreifen dann im Endeffekt den Heckfender abschmirgelt beim Fahren. Deswegen müssen wir 10,5 Inch erreichen, wenn wir drauf sitzen. Das heißt, von dem Punkt, von der Schraube bis zu der Schraube hier, müssten es 10,5 Inch sein. Das sind umgerechnet 26,67 cm. Wenn wir jetzt hier, jetzt haben wir jetzt quasi die Messung schon gemacht bei mir. Wenn ich jetzt hier drauf sitze, seht ihr, die Feder geht ein. Ich musste die Spannung erhöhen, damit wir auf 26,6 cm von hier bis hier quasi ankommen. Das heißt, je nachdem, wie schwer ihr seid, probiert es aus. Nehmt einen Zollstock, gib mir mal einen Zollstock. Nehmt einen Zollstock und messt einfach hier ab, von da bis dahin. Wenn ihr dann bei 26,6 cm angekommen seid, entspricht es 10,5 Inch und das ist die vorgegebene Länge, die quasi die Suspension haben muss, um dass ihr gemütlich fahren könnt. Ja? Das heißt, je nach Gewicht müsst ihr das halt immer einstellen. Wenn ihr jetzt leichter seid als ich, kann es sein, dass ihr weniger Spannung braucht. Ne? Wenn ihr schwerer seid als ich, dann müsst ihr nochmal anziehen. Ne? Und wenn ihr über 80 Kilo wiegt, gibt es von dieser Suspension auch eine Heavy-Duty-Version. Das heißt, es ist alles für die schwereren Brocken, die in den Sportster fahren. Ich wiege unter 80 Kilo, deswegen habe ich nicht die Heavy-Duty-Version. Ja? Und meine Frau wird das auch fahren, das Motorrad, deswegen, die ist auch nicht Heavy-Duty. Deswegen passt es für uns beide, sage ich mal. Und genau, wichtig, kontrolliert es, wenn ihr alles eingebaut habt, dass ihr bei 10,5 Inch landet und dann seid ihr safe. Ja? Und jetzt ist alles eingebaut, die Höhe ist eingestellt. Jetzt könnte ich eine Testfahrt machen und ja, seht ihr mal, wie das aussieht. Man sitzt jetzt viel mehr in dem Motorrad drin. Ja, als drauf. Das ist viel, viel geiler jetzt und ich bin auch richtig gespannt. Ich habe jetzt noch einen Z-Bar-Lenker von Sportster Garage bekommen. Wenn wir den montieren, dann sitzt man hier noch gemütlicher drauf. Ne? Dann hat man hier so einen kleinen Mini-Ape sozusagen, ja, mit dem Z-Bar-Lenker und kann dann schön rumcruisen. Ne? Also das ist the dream, den wir hier leben. Richtig geil. Also wie gesagt, Leute, achtet da auf jeden Fall drauf. Ja? Und das war's. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Sieht sehr, sehr nice aus. Du findest auch das Ergebnis geil? Sieht gut aus. Sieht gut aus? Gefällt mir. Gefällt dir? Das ist geil. Der erste Weg zum Customizen. Was wir als nächstes machen auf jeden Fall ist noch, der ganze Heckumbau fehlt halt noch. Ne? Wir machen jetzt auf jeden Fall noch das ganze Hinterrad frei. Kennzeichen wird noch verlegt, ja, die ganze Geschichte. Vielleicht machen wir auch noch einen anderen Riemenschutz ran. Mal gucken, ob wir den so lassen oder nicht. Aber bis jetzt ziemlich nice, ne? Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Wie gesagt, Leute, wie am Anfang vom Video schon erwähnt, unterstützt mich Sportster Garage.
mit dem Umbau von der 48. Diese Suspension, die ihr hier seht, wurde auch von denen geschickt und ich habe die jetzt eingebaut. Mit dem unten in der Videobeschreibung könnt ihr eins von beiden Codes verwenden, um, wenn ihr eine Bestellung aufgeben wollt. Ja, auf alle Artikel, ist egal welche, ob ihr eine Suspension haben wollt, Luftfilter, Auspuff, ja, Lenkerklemme, egal was, könnt ihr meinen Code verwenden. Mit den 5 bekommt ihr 5% Rabatt auf das Ganze, auf den ganzen Einkauf, ja, und der ist immer permanent. Oder beim ersten Einkauf könnt ihr auswählen mit den 10, dass ihr 10 Euro Rabatt bekommt auf euren ersten Einkauf. Ja. Das ist ziemlich cool. Haut auf jeden Fall rein. Ja. Vielen Dank an Sportster Garage, dass ihr mit an diesem Projekt wirkt. Mir macht es sehr viel Spaß, die Sachen umzubauen, ne, und euch da mitzunehmen. Und wie gesagt, ich bin kein Mechaniker, Leute. Ich mache das auch zum ersten Mal. Ich habe das zum ersten Mal gemacht, ja. Und es ist kein Hexenwerk. Also, ihr müsst nicht direkt immer alles professionell machen lassen, ja. Macht das mit bestem Wissen und Gewissen nach Anleitung. Es geht, ich schaffe es auch. Und wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch, ja. Also, wenn euch der Content gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaltet bis zum nächsten Mal ein. Die Umbauserie geht weiter. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.